Das kommt eben nur irgendwie rein, wenn wir durch diesen Kamindingens da diesen Ballon beispielsweise hochfliegen lassen mit Haken, dass er dann hängen bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre mein Gedanke gewesen. Aber ich weiß gerade nicht, wie man zu diesem Haken kommt. Deswegen. Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast Ja. mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Ich brauche klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kubat geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Energiereiches Wasser. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Schwarzpulver habe ich, Aufputschmuttel Ich habe glaube, ich. ich mache das lieber alleine. Denn seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Oh, ich stehe drauf. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Oh. Bis später. Genau. Haben wir hier sonst noch was? Nee, Notrufsäule. Irgendwie weiß ich gerade nicht so recht weiter. Das Stierblut haben wir schon mal. Das belebende, die belebende Flüssigkeit. So. Jetzt ist so die Frage, was macht man jetzt? Na, 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 na. Haben wir hier noch irgendwas? Andererseits, vielleicht machen wir es nur mal so, wenn alles irgendwie gesprengt ist, dass die vielleicht alle abgelenkt sind. Vielleicht liegt es daran. Machen wir ein Sprengsignal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Boom. Dass ich mich jetzt dann beeile und mal schaue, ob es nicht klappt. Vielleicht bin ich ja jetzt fast enough. Finger weg. Finger von. So, nee, anscheinend gibt's hier nicht. Ja. Irgendwie nicht so. Ne? Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht noch. Oh man, komm schon bitte. Vielleicht können wir ja mit dem Dietrich in Tonis Haus das Ding öffnen.
die, wie heißt die Apotheke da? Da unser geübter Freund anscheinend so Skills hat. Wie ich sie mal gehört habe, dass er sie haben soll. So Skills mit einem Dietrich zum Beispiel. Gott sei Dank bin ich ein... Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Scheiße! Gehen wir mal hoch. Haben wir hier noch was? Ach, der Seitenschneider. Nee. Es geht mir gerade auf die Nüsse irgendwie. So. Wenn es hier nichts gibt, dann... Vielleicht im Rathaus. Jedes Amt vielleicht. So, mal schauen, ob die Lotte jetzt was sagt. Du schon wieder? Bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Na gut. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Aha. Haben wir hier noch was? Ich wüsste jetzt gar nicht wie. Oh man. Das ist ein bisschen ätzend gerade. Na, diesen Hahn müsste ich halt in Wenzels Haus kriegen. Da, wo dieser Dachdingens ist. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinem Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Ja. Auf jeden Fall nicht in seinem Haus anscheinend. So. Muss ich mal schauen, ich kapiere jetzt gar nicht, wie ich diese Haken bekomme. So. Wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Jetzt komm, geh rein. So, machen wir es mal so. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. So, jetzt während sie das macht, probieren wir es mal nochmal. Ey! Au! Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt... Warte mal! Du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch.
Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Bam! Voll dazu hingeklatscht. Wenn du gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Aber wie sie ihn ins Gesicht geklatscht hat, diesen Apothekenschlüssel. So. Jetzt haben wir aber auch unseren Haken, aber wir haben keinen Luftballon mehr. Müssen wir erstmal wieder in die Krankenstation. Nervig. Gott sei Dank haben wir die Krankenstation offen gelassen, sodass wir jetzt quasi den Lachgascontainer direkt da anschließen können. Zack. Den Haken mit dem Ballon. Ja, das habe ich schon gesehen, Rufus. Musst du mich nicht darauf hinweisen. Jetzt in Wenzels Haus. Nach oben. Und in den Kaminofen. Zip! Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Hey, mein Freund. Glaub mir, gleich wird es so richtig witzig. So, nein, 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 nein. Mach das Rohr hier. Geil! Oh, ist das schön. Oh, wunderschön. Ja. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du willst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphs. Lass ihn uns zusammen genießen. Ja. Hast du auch dieses Knirschen? Das sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin rein. Mongo, aber jetzt knallen wir uns die Wünschelrute. Ist wichtiger. Und jetzt dachten wir, jetzt habe ich echt gedacht, wir schieben ihn ins Rein, aber irgendwie... Nee. Scheiße, ne? Scheiße gelaufen. Holen wir uns mal... aus der Hausapotheke was für Rufus seine Schmerzen. Schließlich hat er doch so Schmerzen anscheinend. So. Gut, dann sind wir jetzt da. Apothekenschlüssel. Zack. Was war das? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Rismo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Okay, wie machen wir jetzt am besten weiter? Tonis Beruhigungsmittel, wie meint? Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit dem Balance war gut. Es war nur der falsche Tag. Ich bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Das könnte nützlich werden. Ja, das war's auch. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil. Ah. Ich bin tödlich, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent.
Ah, aber dann jetzt... Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Ja. Und dann weiß ich jetzt schon ganz genau, was wir mit dem machen werden. Und zwar ganz genau. Das Fenster ist hier nicht umsonst auf, meine kleinen Freunde. Das wissen wir alle. Und zwar ganz genau. Und deswegen werden wir diese offene Fensterstelle hier nutzen und denjenigen, der hier ist,